Also Leute, heute fahren wir, mein Cousin und ich, wir fahren heute nach Köln und dadurch, dass der Koray sich gut auskennt in Köln. Hallo. ja Mann. Warte mal, ich brauche so eine Aufnahme, dann mache ich unten drunter so Koray, 23, 24. Single. Genau, das kennst du schon. Okay. Also wie gesagt, wir fahren nach Köln, ich mach's gleich dran. Weil heute gibt es ein Shooting und zwar, die Leute, die mir auf Instagram folgen, wissen Bescheid. Es geht um Free Kickers und wir werden heute eine Challenge machen und gucken, wer gewinnt. Es geht um so ein, ich glaube, 1 gegen 1 gegen einen Torwart, wer mehr Tore trifft. Und ich glaube, heute spiele ich gegen Felix, ich weiß gar nicht, habe keine Ahnung. Ich bin auch sehr gespannt und neugierig und ich muss mich jetzt erstmal anschnallen. Ansonsten, wir sehen uns später, okay? Peace. Sama Samaiko. Sama Samaiko. Ciao. Koray. Was geht? Koray hat mir gerade ausgegeben einfach. Ehrenmann. Hat mir gerade ausgegeben. PayPal bitte unten verlinken. Wasser. Und ja. Zwei Brezeln aber. Feines also. Wasser, aber zeig mal, was ich trinke, Alter. Yes, nice. Geht immer. Geht immer auf jeden Fall. Was gibt's für mich? McDonald's. Aber wegen TS-Burger mit einer kleinen Pommes. Ich hatte einfach große Pommes, der lügt, Alter. Hast du große geholt? Ja, Bruder. Ja, dann mal. Okay, nice. Also wie gesagt, große Pommes, vegan TS, damit ich so ein bisschen mehr Kraft habe. Ich habe heute nicht so viel gegessen. 4 Eier und noch so 2 Marmeladenbrote. Als wären wir in der Grundschule. Aber es ging halt nicht anders. Und deswegen. Warte. So. Genau. Ja, Mann. Jetzt sind wir on the road. Let's go. So, was geht ab, Leute? Mein Handy ist aus. Deswegen nehme ich das von meinem Cousin. Die Jungs sind da. Corona-Test, alles negativ. Das ist schon mal sehr gut. Wir sind hier in Hürth. Das Gute daran ist, mein Cousin hat hier früher Fußball gespielt, der hat mir das so schön erzählt. Der wird sich auch freuen, wenn ich das alles reinkatte. Also, weißt du, ich liebe das von Menschen, die Storys zu hören, weil, wie gesagt, wenn man nur in seinem eigenen Bubble lebt, was hat das für einen Wert? Deswegen war es schön, auch von meinem Cousin so ein bisschen zu erfahren, was für schöne Tore der gemacht hat. Und heute versuche ich natürlich selber das auch zu machen. Ich habe jetzt lange nichts mehr gemacht mit dem Ball. Aber die Liebe stirbt nie zum Ball, deswegen. Let's go. Ich muss mich jetzt mal anziehen und
Ja, genau. Jetzt muss ich das wegcutten, glaube ich. Aber gut, wir sehen uns später. Bis dann. So, ist auf jeden Fall sehr kalt heute, aber besser als letzte Woche. Ich bin ready. So, und jetzt geht's auf den Platz. Ich zeige euch mal ein bisschen was vom Platz. Da sind die Jungs. Bereiten sie sich schon mal vor. Ich freue mich natürlich jetzt auch darauf. Let's go. Beat FK. Heute mit dem unfassbar sympathischen Herausforderer Cem. Erstmal schön, dass du die Zeit genommen hast. Und er stellt sich jetzt natürlich auch ganz kurz vor. Also, was geht ab, Leute? Mein Name ist Cem Felek. Ich bin Ex-Profi-Fußballer, habe in vielen Stationen wie Eintracht Frankfurt, Aberdeen und zuletzt auch in Finnland bei Kups gespielt. Und ja. Ich glaube, ich kann eigentlich schon nach Hause gehen, oder? Nein, du bleibst hier, weil hier beginnt alles bei Null auf dem Platz. Perfekte Einstellung. Er setzt sich wenigstens auf ein Level mit mir. Leute, ich habe noch was mitgebracht für euch. Und zwar gestern war ich in meiner Hood in Darmstadt unterwegs. Und zufälligerweise waren da einfach Kids unterwegs, die Fußball gespielt haben. Und auf einmal haben die zu mir gesagt, ja, was machst du? Ich habe gesagt, ich mache auch YouTube. Und da kam das Gespräch für Free Kickers, weil ich ja heute mit euch bin. Und die haben euch eine liebe Grüße zugesendet. Richtig, richtig cool, auf jeden Fall. Vielleicht blenden wir das jetzt einfach mal ein. Video ab! 2, 1. Liebe Grüße an Free Kickers! Yes, nice! Mein Weitwinkel reicht nicht aus. Roberto Carlos! Roberto Carlos! Carlos!